Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, dann nehmen wir uns doch mal die erste Aufgabe vor. Wir sehen, wir haben drei Gleichungen und drei Variablen, nämlich x, y und z. Also die Anzahl der Gleichungen ist identisch mit der Anzahl der Variablen. So, ich nenne die erste Gleichung mal Wunsch 1. 2x minus y plus 5z ist gleich 51. Die zweite Gleichung Römisch 2. Minus 3x plus 5y plus 6z ist gleich 4. Und die dritte Gleichung, Römisch 3, 5x plus y plus z ist gleich 33. So, wir sehen schon, dass dieses Gleichungssystem praktischerweise schon sortiert ist. Wir haben links unsere Variablen, sortiert nach x, y, z. Und rechts haben wir die Zahl ohne Variable. Also wir brauchen das gar nicht zu sortieren, dieses Gleichungssystem. Jetzt werden wir im nächsten Schritt dieses Gleichungssystem umwandeln in die sogenannte Matrix-Schreibweise. Also wir denken uns die Variablen x, y und z weg und schauen nur auf die Zahlen, die entsprechend dabei stehen. Wir erhalten 2 minus 1, 5, 51. 2 minus 1, 5, 51. Nächste Zeile, minus 3, 5, 6, 4. Minus 3, 5, 6, 4. Letzte Zeile. 5, 1, 1, 33. 5, 1, 1, 33. Das Ganze klammern wir entsprechend ein, denn jetzt ist es ja eine Matrix. Und an dieser Stelle mache ich immer ganz gerne zwei Striche, um zu kennzeichnen, dass hier die rechte Seite von unserer Gleichung ist, während hier die Zahlen stehen, die bei den Variablen stehen. Man sagt zu diesen Zahlen übrigens auch Koeffizienten. So, hier hätten wir also die Zahlen, die bei der Variable x stehen. Hier. Hier haben wir die Zahlen, die bei der Variable y stehen. Und hier haben wir die Zahlen, die bei der Variable z stehen. Ich kann das auch oben drüber nochmal kurz andeuten. Das ist also x, das ist y, das ist z und hier haben wir RS, die rechte Seite. So, jetzt will ich auch gleich andeuten, an welcher Stelle wir das Nulldreieck entstehen lassen wollen. So, das sehen wir hier. Das Ganze ist übrigens immer auch noch entsprechend mit diesen römischen Zeichen zu beschriften. Und wir sehen, aus der minus 3 möchten wir eine 0 machen. Wie gelingt uns das? Das können wir mit Hilfe der ersten Gleichung erreichen, nämlich mit Hilfe der 2. Also unser Ziel wird sein, mit Hilfe dieser 2 aus der minus 3 eine 0 zu machen. Jetzt müssen wir ähnlich überlegen, wie wir das bei dem Additionsverfahren schon kennen. Sprich, wir wollen diese beiden Gleichungen, die erste und die zweite Gleichung, so verrechnen heißt plusrechnen oder minusrechnen, also addieren oder subtrahieren, dass im Ergebnis aus der minus 3 eine 0 geworden ist. Mathematisch sieht das folgendermaßen aus. Wir sehen, an dieser Stelle ist eine 2. An dieser Stelle ist eine minus 3. Jetzt müssen wir überlegen, über welche Zahlen müssen wir gehen. Das ist in dem Fall die 6. Denn sowohl die 2 geht in die 6, als auch die minus 3 geht in die 6. Also wir sehen,
dass wir über die 6 gehen müssen. Demzufolge müssen wir die erste Gleichung mit 3 multiplizieren, denn 3 mal 2 ist 6. Ich schreibe das mal hier hin. 3 mal die erste. Und die zweite Gleichung müssen wir mit 2 multiplizieren, denn 2 mal minus 3 ist entsprechend minus 6. 2 mal die zweite. Nochmal die Idee, wir möchten an dieser Stelle über die 6 gehen. Um aus der 2 eine 6 zu machen, müssen wir die erste mit 3 mal nehmen. 3 mal die erste. Und um aus der minus 3 eine 6 zu machen, müssen wir mit 2 mal nehmen. Das Vorzeichen können wir übrigens an der Stelle noch ignorieren. Ob das plus 6 ist oder minus 6, spielt jetzt keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir die zweite Gleichung mit 2 multiplizieren müssen, damit an dieser Stelle plus 6 oder minus 6 entsteht. Also, sieht folgendermaßen in der Umsetzung aus. 3 mal die erste, diese mal 3. 3 mal 2 ist 6. 3 mal minus 1 ist minus 3. 3 mal 5 ist 15. 3 mal 51 ist 153. Die zweite Gleichung wollen wir mal 2 nehmen. Also diese Zeile mal 2. 2 mal minus 3 ist minus 6. 2 mal 5 ist 10. 2 mal 6 ist 12. 2 mal 4 ist 8. So, dann machen wir einen Strich drunter. Und jetzt ist die Frage, müssen wir diese beiden Gleichungen plus oder minus rechnen, damit sich diese beiden Zahlen auflösen? Da gibt es eine allgemeine Regel. Wenn diese Vorzeichen hier unterschiedlich sind, da steht ja plus 6, da steht minus 6, dann müssen wir an der Stelle plus rechnen. Während wenn die Vorzeichen hier gleich sind, wenn also hier stehen würde, minus 6, minus 6, dann müssen wir insgesamt minus rechnen. Also ungleiche Vorzeichen an der Stelle plus rechnen, gleiche Vorzeichen an der Stelle minus rechnen. Hier sind offensichtlich plus 6, minus 6 ungleiche Vorzeichen. Demzufolge werden wir diese beiden Gleichungen jetzt plus rechnen. 6 plus minus 6 plus minus ergibt minus. Also 6 minus 6 ergibt 0. Und genau das wollten wir erreichen. Minus 3 plus 10 ergibt 7. 15 plus 12 ergibt 27. 153 plus 8 ergibt 161. Und die Zeile, die wir jetzt hier haben entstehen lassen, das ist unsere neue zweite Zeile. Und weil die eben neu ist, nennen wir die nicht mehr römisch 2, sondern jetzt 2a. Diese Zeile, die wir jetzt eben gerade berechnet haben, wird im nächsten Schritt in der neuen Matrix, die jetzt hier gleich entstehen wird, unsere zweite Zeile ersetzen. Die erste Zeile bleibt erhalten und wir haben eben gerade die erste und die zweite so verrechnet, dass aus der minus 3 eine 0 wurde und diese neue Zeile ersetzt jetzt unsere alte zweite Zeile. So, eben gerade haben wir also mit der 2 aus der minus 3 eine 0 gemacht. Im nächsten Schritt werden wir mit Hilfe der 2 aus der 5 eine 0 machen. Sprich, wir werden die erste und die dritte Gleichung so verrechnen, dass aus der 5 eine 0 wird. Schauen wir uns die Zahlen an, die entsprechend dabei stehen. Da haben wir eine 2, da haben wir eine 5. Wir müssen in diesem Fall über die 10 gehen. Denn sowohl die 2 geht in die 10, als auch die 5 geht in die 10. Wie bekommen wir das hin? Aus der 2 wollen wir gerne eine 10 machen, also müssen wir die komplette erste Gleichung mit 5 mal nehmen. 5 mal die erste. Aus der 5 würden wir auch gerne eine 10 machen. Das gelingt uns, indem wir die komplette dritte Gleichung mit 2 multiplizieren. Also 2 mal die dritte. 5 mal die erste, diese Gleichung mal 5. 5 mal 2 ist 10. 5 mal minus 1 ist minus 5. 5 mal 5 ist 25. 5 mal 51 ist 255.
Die dritte wollen wir mal 2 nehmen. Diese Gleichung mal 2. 2 mal 5 ist 10. 2 mal 1 ist 2. 2 mal 1 ist 2. 2 mal 33 ist 66. Auch da machen wir einen Strich drunter. So, und jetzt wollen wir ja hier vorne diese beiden Zahlen so verrechnen, dass die sich aufheben. Wir sehen in dem Fall, dass die Vorzeichen identisch sind. Plus 10 plus 10. Also müssen wir in diesem Fall minus rechnen. 10 minus 10 hebt sich auf, ergibt 0. Genau das wollten wir erreichen. Minus 5 minus 2 ergibt minus 7. 25 minus 2 ergibt 23. Und 255 minus 66 ergibt 189. Und eben gerade haben wir die erste und die dritte so verrechnet, dass ganz vorne eine 0 entsteht. Und das Ergebnis wird die dritte Gleichung ersetzen. Und um anzudeuten, dass wir die verändert haben, nennen wir die römisch 3a. So, schreibe jetzt die neue Matrix mal auf. Die erste Zeile übernehmen wir. 2 minus 1, 5, 51. 2 minus 1, 5, 51. Die zweite Zeile sah vorher so aus. Wir haben allerdings die erste und die zweite Zeile so verrechnet, dass an dieser Stelle eine 0 steht. Also das ist unsere neue zweite Zeile. 0, 7, 27, 161. 0, 7, 27, 161. Und die dritte Zeile sah vorher so aus. Wir hatten allerdings die erste und die dritte so verrechnet, dass an dieser Stelle eine 0 entsteht. Ist uns auch gelungen. Und das ist, wie gesagt, unsere neue dritte Zeile. 0 minus 7, 23. 0 minus 7, 23 und 189. So, das klammern wir ein, denn es ist ja eine Matrix. An dieser Stelle die zwei Striche, um anzudeuten, das ist die linke Seite von unserer Gleichung, das ist die rechte Seite. Und ganz vorne schreiben wir uns auch nochmal hin, welche Gleichung das ist. Die erste Gleichung hatten wir übernommen. Die zweite Gleichung hatten wir durch die 2a ersetzt. Also da haben wir jetzt 2a. Und die dritte Gleichung haben wir durch 3a ersetzt. Römisch 3a. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie unser Nulldreieck fortgeschritten ist und was wir bisher erreicht haben. So, an dieser Stelle wollten wir ja das Nulldreieck entstehen lassen. Und wir sehen, wir sind unserem Ziel schon ein kleines bisschen näher gekommen. Aus der minus 3 ist eine 0 geworden und aus der 5 ist auch eine 0 geworden. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier die minus 7. Aus der müssen wir auch noch eine 0 machen. So, und das gehen wir auch gleich an. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir aus der minus 7 eine 0? Entweder, welche Möglichkeiten haben wir? Wir könnten das mit der minus 1 machen, sprich die erste und die dritte Zeile verrechnen. Oder wir könnten das mit der 7 versuchen, also die zweite und die dritte verrechnen. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man an dieser Stelle erkennt, es geht nur der letztere Weg, den ich beschrieben habe. Warum? Wenn wir das mit dieser 7 erreichen wollen, also mit der 7 aus der minus 7 eine 0 machen, dann wird uns diese Null nicht kaputt machen. Während, wenn wir versuchen, mit der minus 1 aus der minus 7 eine Null zu machen, dann wird uns diese 2 diese Null wieder kaputt machen. Das ist ein ganz wichtiger Effekt, den man an der Stelle begreifen muss. Wer das jetzt so direkt nicht versteht, der wird das, denke ich, in den weiteren Übungsaufgaben dann doch entsprechend nochmal sehen können. Okay. Also, wir wollen, wie gesagt, nicht mit der minus 1 aus der minus 7 eine 0 machen, sondern mit der 7 aus der minus 7 eine 0 machen. Sprich, wir wollen 2a und 3a verrechnen. 2a und
3a entsprechend verrechnen. Wir sehen, beide Zahlen sind schon bei 7. Wir brauchen also gar nicht entsprechend multiplizieren, können also die Gleichungen entsprechend aufschreiben. 0,727, 161. Die dritte Gleichung, 0 minus 7, 23, 0 minus 7, 23, 189. So, wir wollen ja diese beiden Gleichungen verrechnen, damit an dieser Stelle hier eine 0 entsteht. Plus 7, minus 7, die Vorzeichen sind also unterschiedlich, also müssen wir plus rechnen, damit die beiden sich neutralisieren. 0 plus 0 ergibt 0. 7 plus minus 7 plus minus ergibt minus. 7 minus 7 hebt sich auf, ergibt 0. 27 plus 23 ergibt 50. Und 161 plus 189 ergibt 350. Und diese unterste Zeile ist unsere neue dritte Zeile. Wir verrechnen zweite und dritte so, dass das Ergebnis die dritte ersetzen wird. Und da vorher die Gleichung 3a hieß, nennen wir sie jetzt 3b. So, die neue Matrix werde ich nochmal entsprechend wiederholen. Die erste Gleichung bleibt gleich. 2 minus 1, 5. 51. Die zweite Gleichung können wir auch übernehmen. Da ist ja an dieser Stelle schon die schöne 0. 0, 7, 27, 161. Und die dritte Gleichung, wo an dieser Stelle ja noch die minus 7 gestört hat, ersetzen wir jetzt durch diese Gleichung. 0, 0, 50, 350. Das Ganze ist immer noch eine Matrix, deswegen diese Klammern hier außen. Und ich möchte auch gerne noch andeuten, dass dieser Bereich unsere rechte Seite ist und dieser Bereich unsere linke Seite. Auch hier nochmal der Hinweis, die erste Spalte stellt ja unsere x-Werte dar, die zweite Spalte unsere y-Werte, die dritte Spalte unsere z-Werte und die rechte Seite ist die rechte Seite. Und wir sehen jetzt hier ganz schön, dass das Nulldreieck entstanden ist, also links unten ein Dreieck, das lauter Nullen enthält. Und ich denke, dass euch momentan noch am meisten Schwierigkeiten bereitet, wie dieses Nulldreieck überhaupt entsteht, nämlich indem wir Gleichungen verrechnen durch Plus oder Minus. Und die Frage, die auch immer wieder problematisch ist, das Ergebnis, was hier rauskommt. Welche Zeile ist das? Warum ist dieses Ergebnis die neue zweite Zeile und nicht die erste? Und warum ist entsprechend dieses Ergebnis dann die dritte Zeile? Das ist relativ schwierig zu erklären, setzt auch eine gewisse Erfahrung voraus in diesem Bereich. Ich denke, je mehr Aufgaben ihr entsprechend lösen werdet, desto leichter wird es euch auch fallen, diese Entscheidung zu treffen. Ich würde also sagen, schaut euch einfach mal die nächsten Aufgaben so an und versucht euch darüber im Klaren zu werden, welche Gleichungen ihr warum verrechnet und warum das Ergebnis eine bestimmte Gleichung dann ersetzt hat. So, mit der Aufgabe sind wir natürlich noch nicht fertig. Wir sind jetzt allerdings an einem ganz entscheidenden Punkt angelangt. Wir haben also das lineare Gleichungssystem umgewandelt in Matrix-Schreibweise und in dieser Matrix dann das Nulldreieck entstehen lassen. Und jetzt, wie gesagt, können wir uns die unterste Zeile mal genau anschauen. Denn die wird uns schon sagen, wie viele Lösungen existieren. Also, an dieser Stelle können wir schon interpretieren, dass das Gleichungssystem eine Lösung hat. Ich will auch nochmal andeuten, wie die unterste Zeile aussehen müsste in den anderen Fällen. Also, wenn die unterste Zeile folgendermaßen aussieht, 0, 0, 0, 0, also lauter Nullen an dieser Stelle, dann hätten wir unendlich viele Lösungen. Während wenn an dieser Stelle Folgendes entsteht, also unendlich viele Lösungen. Während wenn an dieser Stelle Folgendes steht, 0, 0, 0, 4,
dann hätten wir einen Widerspruch und den würden wir insofern interpretieren, dass wir keine Lösung haben. Wie diese Fälle aussehen, werden wir, denke ich, in den folgenden Aufgaben nochmal irgendwie rauskriegen. Zurück zur eigentlichen Aufgabe. An dieser Stelle sehen wir also schon, dass wir eine einzige Lösung haben. Und jetzt wollen wir natürlich auch die Lösung endlich mal bestimmen. Und dazu übertrage ich diese unterste Matrix nochmal auf die neue Seite. So, da sehen wir auch schon nochmal die Matrix. Und ich habe ja vor einiger Zeit schon mal angedeutet, dass wir dann die Lösungen erhalten, indem wir uns in der Matrix von unten nach oben wieder vorarbeiten. Das nenne ich auch gerade nochmal Römisch 1, Römisch 2 und Römisch 3. Was heißt das jetzt, von unten nach oben vorarbeiten? Wir nehmen uns zunächst die unterste Zeile und wandeln die wieder zurück in eine Gleichung. Hier steht nämlich nichts anderes als 0x plus 0y plus 50z und das Ganze ist gleich 350. Also aus der untersten Zeile folgt 0x plus 0y plus 50z und das Ganze ist gleich 350. 0x und 0y, das fällt sowieso weg. Dann müssen wir noch versuchen, von dem z die 50 zu entfernen. Also wir teilen durch 50 und bekommen ganz schnell die Information, dass z eben 7 ist. So, diese Information können wir auch gerade nochmal unterstreichen. Und wie gesagt, wir wollen uns ja durch die Matrix von unten nach oben durcharbeiten. Demzufolge nehmen wir uns jetzt die zweite Gleichung vor. Ich kann hier nochmal ein Römisch 3 davor machen. Aus der zweiten Gleichung folgert jetzt 0x plus 7y plus 27z ist gleich 161. Also 0x plus 7y plus 27z ist gleich 161. So, das 0x, das entfällt. 7y plus 27z und z ist ja 7, also mal 7 ist gleich 161. 7y plus 27 mal 7 ist 189, das Ganze ist gleich 161. Wir bringen die 189 rüber mit der Anweisung minus 189. 7y ist also gleich minus 28. Wir teilen durch 7. Y ist also gleich minus 4. Und auch das unterstreichen wir. So, wir arbeiten uns weiter von unten nach oben vor. Gehen also jetzt von der zweiten zur ersten Gleichung. Die wieder aufgelöst heißt 2x minus 1y plus 5z ist gleich 51. Also aus der ersten Gleichung folgt 2x minus y plus 5z und das Ganze ist gleich 51. Also 2x minus und y ist ja minus 4, also minus minus 4 ergibt plus 4 plus 5 mal z und z ist ja 7, also 5 mal 7 wäre 35 und das Ganze ist gleich 51. So, 4 plus 35 ergibt 39. Die bringen wir rüber auf die andere Seite mit der Anweisung minus 39. Erhalten 2x ist gleich 51 minus 39 wäre 12. Wir teilen durch 2 und daraus folgt, dass x den Wert 6 hat und auch diese Information unterstreichen wir. So, die endgültige Lösung von diesem linearen Gleichungssystem wäre ja praktisch ein Wert für x, ein Wert für y und ein Wert für z.
Sprich, konkret in unserem Fall, die Lösungsmenge ist gleich, Nasenklammer auf. Ein Wert für x wäre 6, Semikolon, ein Wert für y wäre minus 4, Semikolon, ein Wert für z wäre 7. Wir sehen hier auf dieser Seite also ganz schön, wie man aus der Matrix, in der ja dann das Nulldreieck entstanden ist, wie man sich da von unten nach oben vorarbeitet, um dann nacheinander zu den Lösungen zu kommen. Wir haben uns also zunächst die dritte Gleichung vorgenommen, hier an dieser Stelle. Das hat uns den Wert von z geliefert. Dann haben wir uns die zweite Gleichung vorgenommen, kommen wir dahin. Da haben wir den Wert von z eingesetzt und waren jetzt in der Lage, y zu berechnen. Und ganz am Schluss haben wir dann uns die erste Gleichung genommen, haben die wieder zurückgeformt in eine Gleichung, haben da y und z eingesetzt und waren dann in der Lage, x zu berechnen. Und so haben wir dann die Lösung, x ist 6, y ist minus 4 und z ist gleich 7. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!